Landwirt Technik News. Vor 4 Jahren hat Lindner den Lintrak 90 vorgestellt. Das war der erste Lindner-Traktor mit mitlenkender Hinterachse und stufenlosem Getriebe. Heute sind wir wieder in Kundl, um uns den neuen Lintrak 110 anzusehen. Kommt mit in die Entwicklungsabteilung, wir schauen, was die neue Maschine zu bieten hat. Herr Lindner, 2013 haben Sie den Lintrak 90 vorgestellt. Wieso kommt jetzt der Lintrak 110? Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen unserer mehr als 600 Lintrak-Kunden war es ein logischer Schritt, unsere Produktpalette nach oben zu ergänzen. Und das Ergebnis ist unser Lintrak 110. Was ist jetzt alles Neue beim Lintrak 110? Neben dem stärkeren Motor mit 83 kW ist vor allem das Getriebe, das DMD11, ein komplett neues Stufenlosgetriebe, abgeleitet vom Lintrak 90, vom DMD09. Ausgelegt ist die Fahrzeugstruktur, vor allem die Getriebestruktur, auf ein 8 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht und darauf wurde das ganze Konzept abgestimmt. Gibt es hier auch eine mitlenkende Hinterachse wie beim Lintrak 90? Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen und dem guten Ausrüstungsgrad unserer Lintrak 90 Modelle war es logisch, auch eine Hinterachslenkung für den Lintrak 110 zu entwickeln und die wurde in dem Fahrzeug umgesetzt. An der Vorderachse gibt es da auch Neuerungen? An der Vorderachse gibt es eine Federung, wir werden eine Lenkschwinge verwenden. Die Starrachse wird weiterhin verwendet und unsere Möglichkeiten von breiten und schmalen Spurvarianten bleiben weiterhin erhalten. Wenn ich mir die Kabine ansehe, dann fällt mir sofort das neue Kabinendach auf. Was hat es damit auf sich? Neben dem autonomen Design wurde etwas mehr Platz für den Fahrer geschaffen. Die Rundumsicht und Freisicht für den Fahrer wurde wesentlich erhöht. Das Kabinendach wurde um ca. 8 cm angehoben und zusätzlich wurde Platz für die autonomen Zusatzfunktionen wie Surround-View-Kameras geschaffen. Die Kabine ist in Summe größer. Kann ich die große Kabine auch beim kleinen Lintrak haben, beim 90er? Vom Konzept ist es so vorgesehen, man kann die große Kabine auch auf dem kleinen Fahrzeug montieren und für Fahrzeuge, die also eine reduzierte Einfahrhöhe haben, kann man auch die etwas kleinere Kabine am größeren Fahrzeug montieren. An der Bedienung, hat sich da was geändert oder ist das alles gleich geblieben? Das Bedienkonzept unserer L-Drive-Bedienung hat sich sehr bewährt und wir werden diese unverändert weiterfahren. Kann man noch etwas zur Hydraulik sagen, zu den Hydraulikleistungen? Die Hydraulikausrüstung war beim Lintrak 90 auf einem sehr hohen Niveau. Auch diese Komponenten, EHS-Steuergeräte, Verstellpumpe, dieses Konzept wurde übernommen und der Fahrzeuggröße angepasst. Was hat es mit dem Begriff TrackLink, TrackLink Pilot zu tun? TrackLink ist unser Telematiksystem, das wir schon längere Zeit bei Unitrack und beim Lintrak verwenden. Und TrackLink Pilot ist jetzt die logische Erweiterung dieses Systems mit einer integrierten hydraulischen GPS-Lenkung. Die GPS-Lenkung, die ist schon lieferfähig, weil andere TrackLink Pilot-Funktionen sind ja noch im Entwicklungsstadium? Die GPS-Lenkung wird zum Serienstart verfügbar sein. Wir haben jetzt viel über den neuen Lintrak gehört. Bei mir steht jetzt David Lindner für Marketing und Vertrieb verantwortlich. David, ab wann kann man den neuen Lintrak kaufen? Ja, bestellbar ist das Fahrzeug ab sofort. Wir planen ab Juni 2018 die ersten Vorserienfahrzeuge auszuliefern und sind dann in der zweiten Jahreshälfte voll lieferfähig mit dem Lintrak 110. Ich habe drin in der Kabine ein Tablet gesehen. Was hat es mit dem auf sich? Wir haben eine Lindner-App entwickelt, die den Fahrer ermöglicht, dass er von zu Hause aus, von der Couch aus sozusagen, seine Hydraulikeinstellungen machen kann, sein digitales Fahrtenbuch einsehen, gewisse andere Einstellungen vom Tablet aus zu machen. Und dieses Tablet wird in Zukunft auch dann wichtig werden, wenn der TrackLink Pilot zum Einsatz kommt. Der Lintrak 110 ist das erste Fahrzeug, das vorbereitet ist für hochautomatisierte Fahrfunktionen, wie es der TrackLink Pilot in Zukunft bringen wird. Und viele Einstellungen für diese autonomen Fahrfunktionen werden über das Tablet gemacht. Und der Fahrer wird sozusagen über das Tablet mit seinem Traktor kommunizieren können. Gut, das ist Zukunftsmusik, das ist Forschung, das wird es in Zukunft geben. Kann man sagen, was dieser Traktor heute in der Standardausrüstung kosten wird?
Ja, als Listenpreis sind wir momentan bei 99.300 Euro inklusive der Mehrwertsteuer. Und da gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, sich den Traktor nach seinen Wünschen zu konfigurieren. Geht von gefederter Vorderachse über die Hinterachslenkung bis zu verschiedenen Fronthydrauliksystemen, die man da bestellen kann. TraktLink Pilot Ready, heißt das, dass man diese Dinge dann alle nachrüsten kann oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also man kann jetzt das TraktLink Pilot Ready Paket dazu wählen am Anfang. Damit ist das Fahrzeug dann vorgerüstet für jegliche Funktionen, die in Zukunft kommen werden. Es sind teilweise die Verkabelungen dann schon im Fahrzeug mit drinnen. Man kann dann Kameras nachrüsten, man kann verschiedene Sensoren nachrüsten. Und das wird in Modulen kommen. Das heißt, wenn man sich jetzt für den Lintrac 110 mit dem TraktLink Pilot Ready Paket entscheidet, ist man für sehr lange Zeit gerüstet, egal was da einmal in Zukunft möglich sein wird, im vollautomatisierten oder hochautomatisierten Fahren. Der Lintrac 110 ist immer nachrüstbar. Das sind ja spannende Aussichten, die uns hier erwarten. Ich werde jetzt mit dem neuen Lintrac 110 ein paar Runden drehen und werde euch dann in der Landwirt-Ausgabe 22 ab 16. November berichten. In weiterer Folge freue ich mich schon im Frühjahr auf den ersten Praxiseinsatz. Tschüss aus Kundl.